Zu der Folge mit Spring Cloud, Spring Boot und Spring Native möchte ich noch ein paar Ergänzungen machen. Das war ein Blick in die Werkstatt. Das heißt, es geht dort natürlich weiter. Und zwar hat er im Stream Oliver Drothboom darauf hingewiesen, dass für die Klassen, für die Hibernate-Entities keine Type-Hints notwendig sind. Es wird automatisch dafür gesorgt, dass dort Reflection funktioniert durch Spring Native. Und das ist tatsächlich so. Das heißt also, hier gibt es jetzt in der Order-Anwendung keine Type-Hints mehr, bis auf den Type-Hint für die Klasse aus Spring Boot Timeleaf. Das ist aber ein Bug und der wird beseitigt werden. Es wären also eigentlich überhaupt gar keine Type-Hints bei Order notwendig. Wir können uns dasselbe jetzt nochmal bei Invoicing anschauen. So, und bei Invoicing sehen wir, dass noch ein Type-Hint notwendig ist für den Order-Feed und die Orders. Das sind Klassen, die genutzt werden, um die JSON-Datenstruktur vom Order-Microservice zu deserialisieren. Und dafür sind hier tatsächlich noch Type-Hints notwendig. Das andere, was wir hier sehen, ist, dass kein Proxy-Hint notwendig ist. Auch dort ist es so, dass Spring Native automatisch für den Service, der dort annotiert ist, diesen Type-Hint automatisch erstellt, sodass diese Annotation auch nicht notwendig ist. Das war ebenfalls noch ein Hinweis von Oliver Drothboom im Stream. So, jetzt gibt es noch eine dritte Sache. Und zwar gibt es neben dem Spring-Plugin auch noch die Möglichkeit, mit dem Native-Compiler solche nativen Executables zu erzeugen. Und das ist etwas, was ich jetzt für den Bonus-Microservice prototypisch gemacht habe. Und das ist tatsächlich etwas schneller. Also man sieht hier, dass der Build 13 Minuten 56 gedauert hat. Mit dem Plugin hat er 14 Minuten und 2 Sekunden gedauert. Das ist eine relativ geringe Differenz. Normalerweise ist die etwas höher. Aber man sieht auch auf der anderen Seite, das ist jetzt nicht so, dass es dadurch eine Dimension oder eine Größenordnung schneller wird. Das heißt, dieser Native Compiler ist aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich eine bessere Option, zumal man dafür eben den Native Compiler installieren muss. Es ist also etwas schwieriger, das hinzubekommen. Und außerdem muss man dafür ein Docker-Image bauen, worauf dann das Kompilat auch tatsächlich funktionieren kann. In dem Fall habe ich dafür ein Ubuntu 20.04 genutzt. Das ist also auch noch etwas, was man dann zusätzlich machen muss. Also ich würde behaupten, dass das Maven-Plugin, was ich originär genutzt habe, tatsächlich dort vielleicht etwas langsamer ist. Das fällt aber nicht so sehr ins Gewicht. Dafür ist es aus meiner Sicht einfach nutzbar, insbesondere wenn man Docker-Image bauen will, so wie ich das bauen will. Ja, vielen Dank nochmal für die Hinweise an der Stelle an Oliver und ich glaube, damit ist das Thema jetzt sozusagen erstmal abgeschlossen. Ich habe jedenfalls zumindest nicht so viel vor, da noch viel Zeit rein zu investieren aktuell. Und ich bin gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt und hoffe, dass wir damit eben mit der GraalVM und Spring Boot eine sehr einfache, schöne Alternative bekommen, um native Docker-Images herzustellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören.